Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Niro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Irgendwo zur Musik gerade. Ich bin noch eingebildet. Nicht die von der. Keine Ahnung. Verschwinden wir viel hier. Wir sind ja auf der Chocobo Farm, aber nicht mal lange. Wir machen mal heute hier weiter in der Story. Boah. Hier kann ich euch mal zeigen, ne? Den Highscore hier geknackt. Boom, abgeschlossen. Da ist eine Trophäe dran, aber ich habe keine Trophäe bekommen. Also, das war ein bisschen komisch. Und ja, ja, wir haben so gut wie alles hier in der Graslandregion abgeschlossen, ne? Soweit ich weiß, was es hier noch gibt, ne? Könnte sein, dass hier irgendwo noch ein paar Schätze und so sind. Ich werde dann vielleicht mal irgendwann hier so rumdüsen und gucken, ob ich irgendwie noch was finde, ne? Aber fürs Erste haben wir erstmal alles erkundet, ne? Cool. Das heißt, wir können heute weitermachen in der Story. Nach 7 oder 8 Parts, ne? Und uns endlich mal hier Esperkunde. Und hier mal den Sumpf überqueren, wo wir hier auch nach Junon kommen, ne? Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin, ne? Und ja, wir konnten ja vorher nicht darüber, weil wir keinen Chocobo hatten. Aber jetzt haben wir einen Chocobo. Lass mich mal die Charaktere wechseln. Erstmal will ich dich hier hin, wegen heilen. Dann nehmen wir mal tiefer, weil ich mir gefühlt habe, wir haben tiefer nicht so oft Screen Time gegeben in letzter Zeit. So, ist hier irgendwas? Nee, hier konnten wir nirgendwo durch, ne? Das heißt, hier konnten wir letztens nicht durch. Also, gucken wir mal und tun mal ein neues Gebiet hier erkunden, ne? So. Hier ist eine riesige Schlange, die einen im Original vollkommen zerstört hat. Zu dem Zeitpunkt, in dem man gegen die kämpfen konnte, ne? Und da war ein riesiger Sumpf und da war ein riesiger Schatten. Und der Schatten hat sich bewegt. Wenn man den Schatten berührt hat, kam es zum Kampf gegen dieses Ding. Ich weiß nicht, wie das hier ablaufen wird, ne? Aber ja, ich nehme an, wir werden wahrscheinlich offiziell gegen das Viech kämpfen. Weil es gibt im Laufe der Story kein einziger Moment, wo man irgendwann zu den Sumpf zurückkehren muss oder so und sich der Schlange oder so stellen muss oder so, ne? Also ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Deswegen. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die deswegen würde es sich irgendwie anbieten, dass wir ja hier gegen die kämpfen und aus dem Weg räumen. Ne? Ne, so würde ich jetzt mal annehmen, wird das Spiel das jetzt hier so handhaben, ne? Ich sehe jetzt hier keinen Grund, warum wir jetzt nicht gegen das Viech kämpfen müssten, weil wir irgendwie, ja, weiß nicht, bestimmt nicht noch mal zurückkehren müssen, storymäßig, und das Viech erledigen müssen, ne? Deswegen für mich die einzige logische Entscheidung wäre, dass wir ja gegen das Viech gleich kämpfen werden, ne? Also so ein Bosskampf wird oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Aber mal schauen. Ich stelle mir jetzt nicht einfach vor, dass wir hier so weggehen und nicht gegen das Viech kämpfen und dann boom. Apropos boom. Dann war es das irgendwie. Shadley. Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Ja, vielleicht hat er sich mit einer riesigen Schildkröte geboxt, so wie in Final Fantasy 15. Der geilste Moment überhaupt, wenn man Schwert Titan gegen Adamantai Mai, diese riesige Schildkröte, die so groß ist wie ein Berg. Da kommt auf einmal Titan so im Hintergrund angerannt und boxt sich mit dem Vieh. Und Titan in dem Spiel war halt noch so größemäßig so ähnlich wie in Final Fantasy 16. Ne? Also hier ist ja Titan winzig, ne? Aber in Final Fantasy 15 war Titan schon so mehr so Kupka-Level, ne? Also von Final Fantasy 16. Aber einfach geil. Kommt Titan einfach so im Hintergrund so angerannt. Man sieht den schon so kommen. Noctis dreht sich so um. So, was zum? Die Schildkröte steht da nur so. Und der boxt die einfach so ins Gesicht. So dumm. Voll die stumpfen Geräusche. Ja, man hört irgendwie gar nicht die Druckwellen oder so von den Heben oder so. Oh, hier mochte ich nur einen. Okay, cool. Perfekt. Dann mal Titan hochgelevelt, ne?
und er kann Felsenwurf einsetzen, ne? Irgendwie so stand da was. Okay, boah. Okay, machen wir mal. Okay. Das ist neben dem Komplettpunkt genau. Aber okay. Yay. Ja, noch drei Dinger fehlen uns hier. Da ist das Schreiben Beta. Alpha Beta. Also nehme ich mal an, der andere zähle ich mal Gamma, ne? Dank deiner Hilfe konnte ich die Analyse aller Kristalle aus den Graslanden abschließen. Du musst mir nicht jedes Mal jeden einzelnen Schritt, den ich hier mache. Mir ist schon klar, was hier alles gerade passiert, Mann. Du hast gerade das gefunden. Danke, dass du das gefunden hast. Du hast gerade das gefunden. Ich so, ja, mir ist da klar. Du musst mir jetzt nicht jedes einzelne Ding immer hier sagen. So, oh, du hast gerade das gefunden. Du hast gerade das gemacht. Ich so, ja, ich weiß schon, was ich hier mache. Muss mir nicht hier jedes einzelne Ding sagen. So, hey, aber, da waren Kisten. Ich weiß nicht, ob da nochmal. Okay, dann bleib ich eben, gehe ich nicht auf den Schokobo. Na komm, so viele Kisten und keine einzige Mogri-Medaille. Ist noch nicht mal weit. Mal ein Stück. Kann man denn dann hier rüber, wenn hier nichts ist? Ja, kann man nicht rüber. Verrunzung. Man wissen dann ja Ding, wenn man hier, wenn man ja nicht mal irgendwie, aber bringt mir dann ja hochzukommen, außer für den Schrein. Ja, okay, für den Schrein, ne? Gott, so, oh Gott, Aeris. Eigentlich müsste Aeris als erste gehen, ne? Weil den Rock trägt. Kann aber der Cloud hier, der Schmutzfink hier voll nach oben schauen. Ja, verstehen wir nicht, wie der Midgar Sorm einen hier nicht erwischt. So, hey, ich habe das Ding übersehen. Boah. Na gut, dann gehen wir mal hin. Irgendwie sind wir voll langsam hier am Rüberschwimmen. Dann sehen wir auch noch so leckere Chocobos, ne? Sehen wahrscheinlich auch köstlich aus für den. Verstehe nicht, wie wir da irgendwie sicherer sind. Aber okay. So, warte mal da. Kampfaufträge wurden aktualisiert. Moos. Das wird zweifelig. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen. Wenn wir mehr Daten sammeln, wäre es uns möglich, die Funktionsweise des Moon-Netzwerks besser zu verstehen. Damit können wir auch unser eigenes Netzwerk weiter aufbauen. Ja, machen wir. So, jetzt werden alle Gegner. Ne, Lamu. Lamu. So, jetzt werden alle analysiert. Ne? Warum müssen gegen den einen feuern, gegen den anderen? Da gibt es auch zwei, sehe ich gerade. Ne? Oder können die irgendwie wegzählen? Ja. Ah, 16 Gegner analysiert, alles klar, das müssen wir ja auch machen, ne? So. Aber hallo, wo seid ihr alle? Was ist denn los? Oh, mache Gegner gefroren wie brennende Schock anfällig. Schockiere einen Gegner. Ich kann es vergessen. Na, das heißt. Na, warte mal. Oh Mann. Wo seid ihr? Sind denn nirgendwo? Hat sie irgendeinen Zauber? Eis.
Wie ist das jetzt zu Feuer? Oh mein Gott. Ja, ich habe aber kein Feuer dabei, das heißt, ich kann nicht außer. Hat irgendjemand so hier Feuer? Also Feuer angeflammen? Nee, das ist nicht Feuer, ne? Nein. Jemand hat ja Feuer. Nein. Nein, niemand hat ja Feuer. Wie soll ich denn die dann? Oh, also ich kann jemanden hier beschwören. Feuer, 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 Feuer. Wer hat Ifrit? Verdammt, Red hat Ifrit. Hab da direkt. Ah, nee, das werde ich nicht schaffen. Ah, ist nicht so gebracht. Na, Flammenblitz, Feuer, ne? Los, greif ich an. Nein, angreifen. Okay. Die verschwinden manchmal einfach. Ja, einige Kämpfe muss ich definitiv nochmal machen irgendwann. Oh Mann. Ich habe mir immer Angst, dass irgendwann bin ich zu stark und dann die Gegner einen Schock anfällig zu machen, ist dann irgendwie voll schwierig oder so, ne? Oder dann irgendwie zu schnell verrecken oder so. Bravo, das war ein fantastischer Kampf. Diese Daten sind unglaublich wertvoll. Mein Meister hat damit eine neue Kampfsimulation erstellt. Bitte probiere sie einmal aus, ja? Damit wäre alles gesagt. Es gibt nichts, was ich noch hinzufügen könnte. Okay. Kampf wiederholen. Ja, machen wir irgendein andermal dann, ne? Vielleicht wenn wir bevor wir weggehen oder so von dem Gebiet, ne? Ah gut, haben wir das auch erledigt, ne? So. Ach, die sind ausgeraut. Ich wollte schon sagen, warum sind mir keine Sachen mehr übrig? So. Ich will aber heute noch die Schlange sehen, wenn es geht, ne? Die Kämpfe, die machen wir, die Bonus-Conditions hier, die machen wir noch ein andermal. Ne? Ja, ist auch nicht so schwierig, ne? Da kann man sich immer noch auf eine konzentrieren, ne? Weiß nicht, ob mir hat gefällt, ob hier manchmal, dass ich hier keine Schatztruhen finden kann, außer nur an diesen Schatztruheorten, ja, diese Ruinen. Auf eine Art finde ich das gut, das heißt, ich muss mich nicht so sehr umschauen, ne? Aber auf andere Seite weiß ich nicht, ob es hier wirklich gar keine Schatztruhen gibt, ne? Aber es gibt ja anscheinend einige. Ja, genau. Ich habe ja meine Waffe hier gefunden. In hier vor dem. Oh Gott, wo ist denn das jetzt schon wieder? Da unten. Ich habe mal hier. Ich habe das Schwert, glaube ich, hier gefunden. Oder war das? Oder für Ares habe ich, glaube ich, die Waffe gefunden. Ne? Hier so am Dock hier von diesem Sumpf. Also es scheint ja irgendwo noch welche zu geben, ne? Schatztruhen. Es ist dann äußerst ärgerlich, wenn ich dann irgendwie eine verpasse, ne? Weil es halt so groß hier alles, ne? Materia kann man ja auch verpassen, hat man ja letztens gesehen, ne? Da war ich auch in diesen eine Höhle, ne? Und what? Falscher Knopf. Das geht ja relativ schnell, ne? What? Von da oben muss ich da hin. Wie komme ich denn da hin? Oder eigentlich nicht auf mich, aber eigentlich wollte ich das doch, aber war jetzt gerade nicht meine Absicht, aber gut, dass das passiert ist. So, ah, guck mal hier.
Ja, ist irgendwas? Jetzt, wo ich da gerade so angesprochen hat, fühle ich mich jetzt recht irgendwie verpflichtet hier, mich umzuschauen. Ne, wie sieht eigentlich so HP-mäßig und so aus? Gut, ne? So. Ja, der geht voll ab, der Vogel. So, hier kommen wir rein, ne? Oh. Eine Entdeckung gemacht. Oh, Schätze. So, hier interessiert mich nicht. Ich muss dann nur die Schätze finden. Da habe ich schon eine gefunden. Oh, ich mache die einfach auf, bevor ich in den Kampf komme. Roga Armreif. Endlich mal neue Ausrüstung. Ich weiß, ich habe mir schon längst welche irgendwie holen können oder so, aber Geld, mein Gott. So, Roga Armreif. Werte mehr magische Verteidigung und weniger Verteidigung. Ich aus der Knüppel eines Ogres geschnitzt wurde und die geben einen Magieverteidigung. Ich würde am liebsten Barrett geben, aber ich glaube nicht, ob er Magieverteidigung irgendwie so braucht. Ich würde dann am liebsten hier Ares oder so geben, ne? Okay, weißt du was? Hier, was hat sie denn da drin? Nichts, was verbunden ist, ne? Dann nimmst du mal den, ja, für genau die gleichen Werte, nur halt mit der Tier, ne? Was hast du da drin? MP-Boost, Luft, ja, ist kein Problem. Und dann kriegst du Barrett den Talisman der Driaden. Warum verlierst du immer noch Verteidigung dadurch? So, 11, 11. Na gut. Was soll's? Das ist nur wegen dem Materiaplatz, ne? So. Auto-Spezialfähigkeit. Was geben wir dir noch? Du hast so viele Boosts. Erstmal mit irgendeinem Zauber. Du hattest ja vorher Gewitter. Oder irgendeine Fähigkeit hier, Morphen. Keine Ahnung. Ja, niemand Feuer ausgerüstet, sehe ich gerade. Also bis auf Red, der Glut und Feuer hat. So, dann nehmen wir noch ein bisschen. So, sieht auch schön aus. Also Glut und Gewitter. Also auch ein bisschen Morgi. So, endlich mal. Dann schon die ganze Zeit mit so einem Dingen hier rum. So einer. Ah, ich wusste es. Die sahen so anders aus. So, ihr seid Gegner, die ich schon bekämpft haben, ne? Also interessiert mich das nicht. So, noch mehr. Mal aufstocken für den nächsten Shop, ne? So. Der Gegenstand Eisenerz passt nicht mehr ins Dingen. Okay, gucken wir mal, ob wir was herstellen können. Damit ich hier nicht Sachen verschwende. Ja. Also. Stocken halt auf für nächste Mal, ne? So, da sind noch mehr Kisten, sehe ich gerade. Nein. Ah. Kann ich die so kaputt machen? Ja. Komm, wie sie alle da runter rennen. So. Ja, ist. Ja, der Kampf ist vorbei. Da könnt mir nichts mehr. Ja, da ist die zweite Schatztruhe. Joink. Eta. Da irgendwo ist noch eine Schatztruhe. Ich
Irgendwo habe ich was verpasst. Dann gehen wir erstmal hier runter. Ich klinge auch echt wie Eulen, ne? Ja, Chatley hat die auch irgendwie Eulen genannt, ne? Aber. Meine. So, sag mal, letzte Ding hiervon auch noch. Bong. Bong. Ding. Gebe mir dein Wissen. So, ein Ding fehlt noch. Wow. Das ist das Ding, was noch fehlt. Ja, ich weiß. Cloud. Chatley. Ich habe die Daten der Lebensquelle analysiert. Auf diese Weise konnte ich einen neuen Synthesechip orten. Er liegt wohl an einem Ort für ausrangierte Makroleitungen. Vielleicht könntest du mal vorbeischauen. Ein Chocobo bringt dich sicher schnell hin. Sollen wir da noch schnell hingehen? Wird aber jetzt nicht so lange dauern, ne? So, kann ich das hier öffnen? Damit das hier offen ist. So, ich muss aber noch hier hoch, weil irgendwo da fehlt mir eine Schatztruhe. Also lasst uns da hochklettern. Zumindest sind diese Dinger mal praktisch irgendwo platziert, ne? Na, wo ist die letzte Schatztruhe hier? Schatztruhe. Oh. Wo ist denn der Schatztruhe? War schon hier unten? Da. Supertrank. Boom. Mogi-Medaille. Da sind noch mehr Sachen. Aber ich habe hier nirgendwo so einen Schnellreiseort. Ne. Ich glaube, wir sollten erstmal hier weitermachen ein bisschen, ne? Ich habe ja keinen Schnellreiseort. Das heißt, ich muss dann wieder um den ganzen Sumpf hier rumrennen, wenn ich hier fertig bin. Ja, wenn ich hier mich wegteleportiere. Also. Das gehen wir erstmal noch ein bisschen weiter hier, ne? Müssen wir hier hoffentlich irgendwo mal so einen Punkt erreichen, wo wir irgendwie uns teleportieren können oder so, ne? Ja. Die Musik ja voll bedrückend ist, ey. So. Jetzt wüsste, wo ich hin muss, ne? Das ist dieses riesige Gebiet, wo wahrscheinlich irgendwie ein Bosskampf gleich beginnt, ne? Na, guck dich da mal an, das ist so dick, ne? Da kannst du ja voll einen Bosskampf reinfüllen, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie im Sumpf kämpfen werden, weil das wäre richtig schwierig. Irgendwo klettern, ne? Da bin ich schon wieder vollkommen woanders, ne? Wo ich eigentlich hin muss. Kommst du da hoch? Ja. Oh, direkt hier. Ah, ja. Verstehe ich irgendwie nicht. Der Geruch prallt an den Baum ab. Boah, was so? Ich glaube nicht, dass Gerüche so funktionieren. Yay. Oh, Mogri-Medaillen. Das ist doch nicht schlecht. Ich habe so ein Gefühl, man muss da also über die Brücke oder so, ne? Wo ich gerade war.
Aber ich habe doch da versucht, da ging es doch nicht weiter. Bitte. Wo müssen wir entlang? Hier, ne? Sobald irgendwie so ein paar Dialoge wieder aufploppen, nehme ich mal an, ich bin wieder auf der richtigen Spur. Ah, da fühlt sich gerade was. Da ist eine Truhe. Was? Da ist Zephyros. Wirklich? Komm schon. Ich habe ihn gesehen, ganz ehrlich. Das ist übrigens noch eine kleine Sache. Erstmal das hier. Wow. Oh, wir sind Gegner, sehe ich gerade. Lass euch nicht stören. Großkaliber. Oh, oh, eine Waffe für Barrett. Dann nehme ich mal an, müssten wir ihn gleich mal im Team nehmen. Gatling-Gewehr. Großkaliber. Fertigkeit. Extra Magazin. 20 Spezialgeschosse abfeuern. Lädt spezielle Munition, die die Attacke und den Schockpotenzial von der Angriff und Feuerstöße erhöht. Macht das mal. So, ach, jetzt muss ich wieder hier so ein Ding auswählen, ne? So, Schock nachladen. Regeneriert automatisch Energie für Feuerstoß, wenn der Gegner in den Schockzustand versetzt wird, ne? Plus 20 Magier. Was? TB. Was du vorhast, ne? So. Wie sieht denn die Waffe aus? Zeig mal. Oh. Nice. Dann Planänderung. Tifa, geh mal raus. Barrett, komm mal rein. So, hey. Ich sehe kein Zephyros. Ich auch nicht. Ich habe ihn gesehen, ganz. Aber die Shiny Schatzrunde irgendwie schon so aus, so zu platzieren, so im Sinne von, na, da läuft der Spieler bestimmt vorbei, ne? War schon relativ so ins Gesicht, ne? So, hör mal. So, jetzt aber auch nichts dran, ne? Nichts mehr. Ich will nicht sagen, wenn die Waffe für Barrett nichts war, aber hier ist nichts mehr, ne? Da gibt es noch irgendwie so eine kleine Sache über Sephiroth, die so ungefähr zu dem Zeitpunkt im Spiel im Original stattgefunden hat, aber ich warte erstmal, bis wir durch den Sumpf durch sind, um zu gucken, ob das Spiel hat irgendwie selber erwähnt oder so, ne? Aber gucken wir mal. So, ich habe schon irgendwie die ganze Zeit irgendwie damit gerechnet, irgendwie, weil ich nicht, da will die Schlange irgendwie so hören oder so, ne? Das Spiel tut halt irgendwie so hochhypen irgendwie, ne? Aber irgendwie haben wir ja gerade gar nichts. Ja. Jetzt kommt es natürlich, ne? Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Ne? Na, es hat fähig. Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Barrett. Nicht übertreiben. Oh, er hat direkt drauf geballert, sehr gut. Ich glaube, ich werde eine Menge jetzt ballern, ja. So, müssen wir natürlich bekämpfen hier. Meine Fresse. Ich liebe es, wenn er so sagt, so meine Fresse. Ach du liebes Tütchen. Ich will mich erstmal lieber heilen, ganz ehrlich. Ich weiß, muss sehen. Wow. Auch das noch. So, was ist das? Debuff, Verteidigung runter oder irgendwie sowas? Sieht aus Schädelpanzer. So. So, eine Riesenschlange, die in den Sümpfen beheimatet ist.
Füge durch die Aussetzung ihrer elementaren Schwäche eine bestimmte Menge an Schaden zu, um Mikiro schockfanfähig zu machen. Ja, danke. Hätte ich nicht gedacht. So, Eis. Hat irgendjemand Eis? Ich zähle auf dich. Ich glaube, hier hat niemand Eis, ne? So, whoop. Ja, das ist unser erster offizieller Bosskampf hier, ne? Mit der Gruppe. Sag mal, war es gerade auch schon so frisch hier? Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Ah, okay. Heiliger Magiekreis. Wow! Mein Gott, sie muss echt mal ihre ATB schneller hochladen, ne? Heilzauber werden nicht doppelt gewirkt, ne? Kann ich mich hier hinter verstecken? Nein, bist du nicht hin? Lass mich mal. Nicht übertreiben. Wow, was zum? Was ist hier los? Alter, Fisch Barrett. So, nein, niemand hat hier Eis. Ah, Barrett. Na, Barrett hat die Gruppe verlassen. Das ist genau wie im Original. Weil er hat die Schlange aus und einen Angriff, womit er irgendwie Goldmitglieder aus dem Kampf rauskicken kann, aber nicht fressen. Irgendwas sagt mir, wir müssen den Kampf hier nicht gewinnen. Ich treffe das Viech nicht wegen dem Baum. Okay, meine Zweifel hier zu überlevelt zu sein, wow, waren irgendwie unbegründet, habe ich so ein Gefühl. Ja, den Angriff machen, genau. Oh. So, also irgendein Zauber, nö. Blütensturm, mach mal. Treffen wir damit. So, komm her, Stück. Komm her. Meine Fresse. So, ich glaube, ich sollte mal so einen Platz hier ausnutzen von dem. Ja, ich bleib hier. Aua. Irgendjemand heilen bitte. Lass mich mal hier hin. Ah, oh, das ist eigentlich richtig gut, ne? Da kann ich mich ja eigentlich mal mit drei Drängen dahin teleportieren, ey. Ah, bleib weg von mir. Ich will eigentlich auf den Kopf zielen, ne, aber... So. Oh mein Gott. Bild ich mir das ein oder ist die Schlange auf einmal rot? Ja, genau, das kann ich einfach einsetzen. Ne? Na, guck mal, er hat sogar einzelne Schüsse. Munition, nein! Nehmen wir ja dauerhaft Schaden oder was ist hier gerade los? Wo ist das denn? Ah! Nein. Oh. Finger weg! Muss doch noch Barrett auch noch wieder beleben, ey. Barrett, hilf mir gefällt. Ah!
Nein, ich habe auch keine MP mehr. Mein Gott, hier geht gerade alles schief, ey. So, unser Heiler ist erstmal nicht dabei, ne? Finde ich nicht gut. Bad. War jetzt kein Mist. Oh, bad. Da, was? Ich glaube, ich nehme mal. Ich habe ja fast gar nichts hier an Tränke. Oh mein Gott, der macht schon wieder so einen Angriff, ne? Ah, nein! Lass mich gefällt hier nicht allein, Mann. Dauer, der kommt ohne. Wie ich sehe, dein Limit ist gerade Atomisator. Ja, bitte. Bitte werd geschockt. Ja. So, jetzt einfach drauf, Leute. Oh mein Gott. Boah. Mir nichts an AP gewonnen. Er ist weg. So, man kann sagen, er ist weg, aber nicht tot. Nein. Also, er spuckt ihn wieder aus, ne? So wie vorhin. So tief ist das, weil oh, was passiert da? Also vor Ort ein bisschen Hilfe, wenn es geht. Na, na gut. Geht er hin. Ach. Sie unter Wasser, die Frisur sitzt vom Bein. Hallo. Ich bin's, Eris. Eris. Wer ist Eris? Es geht dir gut, ein Glück. Und Sephiroth? Ja, der hat mich einfach voll einfach erledigt. Folgen ihn ganz bestimmt auch. Ja, mich beschleicht das gleiche Gefühl. Dann hinterher. Okay, wir sind fast alle tot. Eris, bitte so ein bisschen. Leute außerhalb der Gruppe, ja, anscheinend schon, ne? So einmal jeder so heilen, ne?
So, da war cool. So, der Grund, warum ich gerade so gelacht habe, als die Schlange aufgespießt war, war jetzt nicht, weil ich voll sadistisch bin oder so bin, sondern weil das ist die Sache, die ich ansprechen wollte. Lass mal hier ein bisschen weitergehen erstmal. Es gibt ja immer noch keinen Teleportpunkt oder so, deswegen will ich erstmal weitergehen. Zwar ist halt wieder die Szene, die ich angesprochen habe. Im Original von Final Fantasy 7 war es nämlich so, dass wenn man den Sumpf überquert hat, ne, der Sumpf war halt so ein kleines Gebiet auf der Weltkarte, wenn man da durchgegangen ist, ne, und die Schlange ausgewichen ist und nicht bekämpft hat, ne, dann kommt man zu dieser Höhle, ne, und durch diese Höhle muss man dann halt durch, um zum nächsten Gebiet zu kommen, ne, was wir jetzt auch hier wahrscheinlich gleich machen werden, ne. Und ja, sobald man diese Höhle betritt, kommt da so eine ganz kleine Szene, wo man irgendwie die Riesenschlange sieht, wie die da auch genau wie in diesem Spiel genauso an so einem Baum aufgespießt wurde. Und es wurde, das wäre ich genannt, eine ziemlich blutige Szene gewesen, ne? Also, und es wurde sehr offensichtlich, dass Sephiroth dafür verantwortlich war. Also Sephiroth war derjenige, der diese Schlange so zugesetzt hat, und Cloud hat da auch so kommentiert, so, mein Gott, Sephiroth ist so unglaublich stark, ne? Und das waren halt sozusagen dafür da, um so irgendwie so in Perspektive zu bringen, ne, wie stark unsere Charaktere im Moment sind, ne, und wie stark Sephiroth im Vergleich ist, ne, weil im Original konnte man die Schlange nicht besiegen, ne, weil die Schlange war viel zu stark und man musste die umgehen mit einem Chocobo. Und dann sieht man auf einmal so ein Bild von so einer aufgespießten Schlange, ne, und dann sieht man halt so, und dann kommt Cloud und sagt so, oh mein Gott, Sephiroth ist so unglaublich stark, nur Sephiroth ist in der Lage, sowas zu machen, oder irgendwie sowas in der Art, hat er gesagt. Der Anfang einer großen Reise. Und ja, genau deswegen habe ich gerade so gelacht, weil jetzt sozusagen die Szene sozusagen so geremaked wurde gerade. Alter Republik. Allerdings. Vermeidet sinnlose Kämpfe. Vor allem mit kleinen Fischen. Na, du hast gut reden. Für mich sind das große Fische. Für mich auch. Jo, ebenso. Cloud, bring uns da durch. Mach 2000. Nicht genug fürs Premium-Programm, nicht wahr? Wovon redest du denn? Tja. Cloud? Was? Was reden wir hier gerade? Seid da drin vorsichtig. In diesem Stollen hat man früher übrigens Mithril abgebaut. Ja. Was das ist? Ein Erz. Ich hab schon mal davon gehört. Ein extrem hartes Metall. Und wunderschön. Volle Punktzahl für beide von euch. Außerdem war es noch tierisch viel wert. Soweit ich weiß, konnte es nur hier abgebaut werden. Ein bisschen kenne ich mich aus. Schließlich habe ich früher im Bergbau gearbeitet. Oh, Forscherin. Was wie mein Steckenpferd. Dann können wir ja auf Mithrilsuche gehen. Könnten wir, aber es wäre es wohl nicht wert. Shinra hat es nämlich geschafft, das Zeug auf künstliche Art herzustellen. Ist genauso hart und glänzend wie das Original. Verdammtes Shinra. Basiert sicher auf Materiaverfeinerung. Ah, wirklich? Vielleicht. Okay, ich habe gesehen, wir haben einen Schnellpunkt. Das heißt, wir gehen noch mal zurück und tun noch mal so ein paar Sachen machen. Ne? Wir haben ja schon die Story ein bisschen vorangetrieben, also können wir ja hier noch mal kurz zurück. Ne? Ich muss noch einen. Ich muss mich erstmal heilen. Also, ja, cool. Also, wie gesagt, diese aufgespießte Szene mit der Schlange, das war auch eine Szene im Original. Ne? Nur man hat halt nicht gesehen, wie es dazu entstanden gekommen ist. Ne? Man hat halt nur den Eingang dieser Höhle betreten und dann auf einmal hat man dann gesehen, oh, was ist denn da mit der Schlange passiert? Und dann kommt so Cloud so, oh, das war bestimmt Sephiroth, ne? Weil der ist super stark und so, der schafft das, ne? Und wir sind voll schwach, weil wir noch nicht mal mit dieser Schlange fertig werden, ne? Was mich aber schon immer verwirrt hat, ist, selbst nachdem man diese Szene gesehen hat, ist die Schlange immer noch im Sumpf. Deswegen habe ich noch nie so irgendwie verstanden, ob das jetzt die gleiche Schlange ist oder nicht. Weil man kann noch mal zurückgehen und die Schlange bekämpfen. Wo wollte ich jetzt noch mal hin? Ach so, ja, hier war das, ne? Ja. Und das hat mich halt schon immer verwundert, ne? Soll halt die gleiche Schlange gewesen sein oder nicht?
Also in dem Spiel ist es die gleiche Schlange gewesen, aber hier war irgendwie offensichtlich, dass wir gegen die kämpfen müssen, ne? Weil halt, ja. So, warte mal, ich habe da Gruppenstufe erhöht, ne? Das heißt, jetzt kann ich wieder neue Sachen auf dem Ding da lernen, ne? Aber was wollte ich jetzt noch mal machen? Ja, Gegnerlandbank wollte ich mal gucken. Ja, natürlich kam jetzt hier Sephiroth vor, ne? Weil Sephiroth kriegt ja voll viel Screentime, ne? In den Remake im Vergleich zum... Ich möchte mal noch anmerken, Sephiroth hat man noch nicht mal zu Gesicht bekommen zu diesem Zeitpunkt im Original, ne? Den hat man noch lange nicht zu Gesicht bekommen, ne? Und hier hat man den schon 20.000 Mal gesehen, ne? Ich möchte nur mal anmerken, ne? Ja. Aber es ist cool, dass diese Szene irgendwie auch hier reingeführt haben, ne? Also, oder so wie sie ursprünglich sein sollte, nehme ich an. Aber wie gesagt, die aufgespießte Schlange war halt. Ach so, ein Teil ist da wieder. Die aufgespießte Schlange im Original. Ich weiß bis heute nicht, ob das die gleiche Schlange sein soll oder nicht, weil man kann wieder zurückgehen zu dem Sumpf und dann ist die Schlange immer noch da. Also, es kann nicht die gleiche sein, ne? Ach ja, hier kriegen wir ja so Synthese-Chips, ne? Kameradenordnung. Aber ja. Ach, die sind auch alle am Suchen, sich gerade. Das ist cool. Wir werden zwar nichts finden, weil ich das alles finden muss, aber okay. Na. Schön. Aber mir war schon von Anfang an klar, dass hier so ablaufen wird. Ne? Wir werden ja ganz bestimmt nicht hier. Oh, zwei Sachen Dreck. Weil wir werden ganz sicher nicht hier durch diesen Sumpf gehen und hier von dieser Schlange gewarnt werden, ohne die Schlange zu Gesicht zu bekommen. Ne? Also mir war schon. Mir war so super offensichtlich, dass wir die bekämpfen müssen oder so. Hätte auch ein komisches Design gehabt hier, ne? Die sah so ein bisschen magisch aus und so, ne? Der Kampf im Original war halt irgendwie, war nicht relativ. Ach ja, die Schlange hier konnte einen fressen. Und im Original war das so, die hat einen nicht gefressen, aber die hat irgendwie mit ihrem Schwanz einige Leute im Kampf aus dem Kampf rausgeschossen. Ne? Die hat also einen Schwanz genommen, hat irgendwie Charaktere aus dem Kampf rausgeschossen. Und die konnten dann nicht mehr weiterkämpfen für den Rest des Kampfes. Das war sozusagen so ein Gimmick von dem Kampf, ne? Und dann irgendwann. Ja, wir haben alles erreicht in diesem Gebiet. Boom. Grasland-Region. Professor Dr. Weltbericht. Grasland-Region abgeschlossen. Boom. Ja. Yeah. Ausgezeichnet. So. Aber hier war es ja irgendwie offensichtlich. Wir müssen auf jeden Fall gegen die Schlange kämpfen. Die werden die ja nicht hochhypen und irgendwie war nicht. Sagen, hey, da ist so eine Riesenschlange, die wird euch fressen, ne? Und dann gehen wir hier vorbei und storymäßig müssen wir sowieso nicht mehr in dieses Gebiet zurück, ne? Deswegen war es offensichtlich, dass jetzt nicht hier die hochgehypt wird und irgendwie, ah, jetzt kann man den hoch machen. Robuster Armreif. Also ja, war irgendwie klar, was hier so passiert. Ich habe gar keinen normalen Knochenarmreif, was? Hochleistungsreif, Kraftreif, Kraftreif. Einer ist angelegt. Und den hatte ich noch nicht, ne? So, einer. Oder nicht? Mach einfach. Ich weiß es. Schusswetze, Typ 2. Ich weiß irgendwie nicht, was irgendwie der Unterschied ist. Sie sehen nicht aus, als würden die stärker werden dadurch. Schutzweste, Ungeheuerhaut, ja. Magischer Ohrring. Ich tue einfach alles, wo noch kein Haken ist, hier herstellen, ne? Ja, egal. Weil dafür kriege ich dann halt nur Erfahrungspunkte, ne? Kameradenohrring, Quetzerkottelkralle. Ich muss also noch mal gegen das Viech irgendwann kämpfen. Oder ich habe die Option. Ja, man kann ja den Kampf wiederholen, ne? Knochenarmreif habe ich nicht.
Wie sieht es hier mit deiner Waffe aus? Großes Kaliber. Was muss ich noch mal? Ich muss Spezial 20 Spezialgeschosse abfeuern. Ah, okay. Warte. Kampfeinstellung. Ich weiß nicht, dann habe ich ja zwei Buffs im Wien schon. Stehe in der Wille, maximale Wut. Mach mal hier maximale Wut und tu mal hier extra Magazin. Okay. So, sind wir ja fertig im Graslandgebiet, ne? Haben alles hier gemacht. Wir müssen natürlich einige Kämpfe nochmal machen, ne? Um halt hier die Bonusanforderungen und so zu bekommen. Und wir müssen noch hier einige VR-Missionen machen, heißen die, glaube ich, ne? Habe ich hier zwei noch direkt. So. Okay, ich kann ja die Gruppe anscheinend wechseln. So, und was mir aufgefallen ist, ich glaube, ich brauche mir keine Sorgen darüber machen, zu überleveln, weil die Nachforschung über die Graslande sind hier abgeschlossen. Weil die Story Bosse scheinen es angeblich in sich zu haben, ne? In Midgar hätte ich nie so viel über die Koexistenz von Mensch und Natur gelernt. Also die hatte schon in sich hier die Schlange. So, habe ich jetzt genau so 4 Punkte. Ah, ich habe genau so viele Punkte, ne? Ich nehme an, ich muss sie alle holen, ne? Ich bekomme genauso viele Punkte wie ich. Was habe ich mir jetzt eigentlich alles geholt? Automagie, ne? So, gut. So, was haben wir noch hier alles, ne? Wir haben jetzt alles zur Auswahl. Kann ich noch mal gegen den Midgar Solom kämpfen? Ich dachte, das ist Auto. Plasma-Entladung. Gegen Ungeheuer, um mehr über ihre Verhaltensweise in Erfahrung zu bringen. Muss ich ja noch mal gegen das Viech kämpfen dann? So. Cloud, Barrett, weil ich muss sein Ding hier leveln. Oh mein Gott, Tifa hat etwas weniger Erfahrungspunkte. Was ist denn hier los? Nein. Ich muss mehr Leute mit Vita haben. Ich glaube, jeder sollte hier Vita haben. Ne? Ist ein bisschen blöd, immer nur mit Aerith hier rumzulaufen. Was soll's? So. So, jetzt muss ich 20 Schüsse damit abgeben, das ist auch voll einfach. So, wird er noch hier eingesetzt? 48, ne? Doppelt hält besser. Weiß nicht, ob ich alle davon eingesetzt habe. Ja, habe ich noch nicht. Ja, natürlich den Angriff hier lernen. Ausgezeichnet. Oh. Aber die beiden Kämpfe auch noch, ne? Und dann können wir nächstes Mal schon weitermachen wieder. Gehen wir in die Mithril-Mine, aber wieder ein komplett neues Gebiet hier, ne? So, wow. Gegen dich haben wir noch nicht gekämpft, glaube ich, ne? Also in Dings haben wir gegen die gekämpft in Nibelheim, ne? Doppelt hier an, ja, haben wir schon. Los, dann übernimm. Jetzt hab ich hier das Sagen. Und tschüss. Ihr seht es. Jetzt macht der Onkel mal Konfetti. Jetzt macht der Onkel Konfetti. Ja, die Sachen, die Barrett in diesem Spiel sagen, finde ich voll geil. Der gefällt mir am besten bisher, so von den Sachen, was der sagt, so wie er es sagt, ey. Das ist so witzig. Ja, ich freue mich auf einen anderen spielbaren Charakter, hoffentlich noch, der irgendwann kommen wird, ne? Ich weiß nicht, ob den Spiel, aber irgendwann auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wie der umgesetzt wird, echt. Den könnte ich mir auch sehr unterhaltsam vorstellen.
Aber die halten also viel aus. So Stück. Ah. Nein, habe ich einen Frosch verwandelt. Da, ich kann meine Zunge ausstecken. Oh mein Gott, nicht. Nein, Finger weg von dem. Wirkungslos. Hat er gerade als Frosch geblockt? Ja, ins Gesicht. Jetzt steckt er in den Hintern. Ach, das Viech hat uns in Frosch verwandelt, ne? Noch mal her. Nicht übertreiben. Ja, extra mal ziehen gelernt. Ich wollte eigentlich maximale Wut einsetzen, aber okay. Ich weiß nicht, warum ich auf ihn zugerannt bin. So im Sinne von, oh, den ramme ich jetzt. Yay. So, provozieren, alles klar. Den können wir vielleicht entweder Barrett oder Red geben. Ne? So, was ist das hier? Feindestechnik, Plasma-Einladung. Ich glaube, der Mitra Solom konnte sogar einen Feindestechnik einsetzen. Ne? Ich glaube, Träne hieß das in dem Spiel. Erledigen den Gegner. Wir müssen ja sowas von gegen das Viech nochmal kämpfen. Ne? Pass auf. Wir müssen noch mal gegen das Viech kämpfen, ne? Pass auf. So. Oh, ne, du bist der Quetzalcoatl. 3 Minuten? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Obwohl, er scheint nicht so viel auszuhalten, ja. Ja, nicht, dass ich den schaffe. Mach mal heiliger Magiekreis. Ich weiß nicht mehr, was der schwach war. Ich glaube nichts, was sie hat, ne? So. Oder nicht. Naja, ich krieg jetzt ja erstmal aufs Gesicht, ne? So, du hast glaube ich Feuer und so. Ich glaube jetzt natürlich gegen Feuer oder irgendwie sowas, ne? Blitzra. Obwohl Quetzalcoatl. War glaube ich nicht so eine Idee, so eine heiße Idee. Woher können wir schaffen? Boom. Nein. So, jetzt alle drauf, Leute. Feuer. Das ist unsere Chance. Den schaffen wir auf jeden Fall. Ein bisschen knapp so mit den HP. Aber sie hat sich selber geheilt, sehr gut. Weiß nicht, warum mich das so überrascht. Lass mich mal. Ah, gut. Boom. Schön. Yay, boom. Alles geschafft hier in den Grasland-Ebenen. Feintechnik, Plasma-Einladung. Cool. Oh, guck mal, alles abgeschlossen hier, ne? Also wir können ja frisch ins nächste Gebiet reingehen. Und ich glaube, was ich machen werde offscreen ist, ich werde dann offscreen ja gegen diese ganzen
behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. So, wie läuft das jetzt ab? Das ist jetzt in Feindes Technik drinnen, ne? Feindtechnik. Lieber nicht. Da steht nicht, was da jetzt alles drin ist. Okay. Ein, wo sieht man das denn jetzt hier? Beschwören, Synchro-Fertigkeiten. Steht da irgendwie, ob ich die auch schon mal eingesetzt habe oder nicht? Lass mal eine Ahnung. Vielleicht eine Zeit lang die Kraft des Bildes und versucht jedes Mal Flächenschaden, wenn eine ATB-Einheit voll aufgeladen wurde. Oh. Aber nur wenn er Feindtechnik ausgerüstet hat, ne? Hm. So. Sind wir eigentlich hier komplett fertig, ne? Guck mal, alles abgeschlossen, ne? Kampfplatz ist natürlich das Einzige, was hier noch fehlt, ne? Aber ich glaube, das werde ich offscreen machen, ne? Hier mit den Bonus-Voraussetzungen, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so. Leveln die mit mir hoch? Ich kann schwören, die waren nicht so ein hohes Level letztens. Ich kann schwören, die waren nur Level 16 oder 17, ne? Ja, ich glaube, diese paar Sachen, die mache ich jetzt noch offscreen, ne? Hier. Damit wir die Kämpfe jetzt nicht nochmal sehen müssen, ne? Damit wir ja weitermachen können nächstes Mal. Ja, cool. Dann sind wir hier fertig, ne? Kampfsimulator. Materialentwicklung, Stufe Maximum. Vielleicht renne ich noch ein bisschen hier so durch die Weltkarte, um zu gucken, ob ich irgendwie halt noch finden kann, ne? So Materie oder irgendwie sowas. Mal schauen, ne? Ich kann noch mal hier gucken bei Waffen. Aber wir sind nicht gelevelt, ne? Nö. Aber wie sieht denn das jetzt aus? Wir sind ja jetzt hier, boom, Codex Stufe 3 freigeschaltet, weil wir sind ja jetzt hier Gruppenstufe, ne? Ein bisschen höher. MP Boost. MP Maximum 3 Punkte, ganze 3 Punkte. Boah. Verwöhn mich doch nicht zu sehr hier. Okay. Ja, wird das jetzt bei jedem hier aktiviert? Ja. Aeroimpuls. Okay. Warum kann man ja nichts? Oder war es gerade? Nee, keine Ahnung. Gut, das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns von der Graslandebene hier wohl verabschieden, ne? Oh, schade, ne? Aber wir wollen ja auch mal sehen, was noch da draußen auf uns wartet, ne? Wir haben da eine Menge Abenteuer hier erlebt. Aber da draußen gibt es noch viel mehr Abenteuer, die wir erleben können. Ne? Das heißt, nächstes Mal geht es hier ab zu den Mithril-Minen, wo wir uns wahrscheinlich auch durchkloppen müssen. Oh wow, das ist ja noch eine ganze Menge hier. Hier nehme ich mal an, fängt dann wieder ein anderes Gebiet an oder irgendwie sowas. Ne? Weil wir sind ja, wir müssten eigentlich nur auf den nächsten Kontinent hier weiter, auf den gleichen Kontinent weiter sein. Ne? So, hier ist Midgar. Genau so sieht die Weltkarte aus. Genau. Ich weiß immer noch nicht, mal diese 3 von 3 sind. Was sind diese 3 von 3? Ich habe nirgendwo diese Zeichen auf der Karte, ne? Die einen sind Nebenquests, die anderen sind diese Dinger gewesen. Was sind diese 3 von 3? Ich muss mir mal anschauen, ja. Ich habe die relativ früh schon erledigt gehabt, ne? Also, weiß nicht, sind das Karten, das könnte Kartenspiele sein, ne? Also, was ich glaube, dann ist das sogar, ist irgendwas mit den Kartenspielen, glaube ich, zu tun, ne? Oder? Ja, wenn die Stufe 3 von 3, ja, ne, das sieht doch so ein bisschen so aus, ne? Keine Ahnung. Aber wir haben 3 von 3, also sind wir damit fertig, was auch immer es ist, ne? Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht's weiter mit der Story. Wir gehen in die Mithril-Minen und schauen uns da mal um. Gucken mal, was da so abgeht, ne? Ich weiß ja auch schon, was da abgeht, ne? Ich weiß auch, dass wir da ein paar Leute treffen werden, die wir kennen, ne? Wow, Vorsicht!
Ich will auch. Oh ja, gut, ja. Aber ihr werdet sehen, wie es dann nächstes Mal weitergeht, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.